Frederik, herzlichen Glückwunsch zum deutschen Meistertitel über die Mitteldistanz. Du hast vorher gesagt, du willst hier den deutschen Meistertitel holen. Wie schwer war es heute? Auf jeden Fall noch ein bisschen schwerer als gedacht. Also einerseits das Schwimmen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel auf Lukas Voigt verliere. Aber letztendlich habe ich mir dann erstmal gedacht, keine Panik und beim Radfahren irgendwie versuchen, nach vorne zu kommen. Das Radfahren ging dann richtig gut heute, muss ich sagen. Also ich konnte die ganzen 90 Kilometer schön durchdrücken. Am Ende genauso viel Watt wie am Anfang. Und dann auch mit Vorsprung auf die Laufstrecke, was ich nicht erwartet hätte am Anfang. Und das Laufen hat gut angefangen. Es hat dann aber auch ziemlich stark nachgelassen. Ich bin überhaupt ziemlich unzufrieden mit meinem Lauf heute. Es geht, denke ich, deutlich besser, aber es hat am Ende noch gereicht und damit bin ich mega happy. Wie viel bedeutet es für dich jetzt praktisch Nachfolger von Jan Frodeno zu sein? Ja gut, er hätte heute auch mitmachen müssen, dann wäre es was anders gewesen, dann hätte es mehr Bedeutung gehabt, sage ich mal. Das hast du gerade gesagt, beim Laufen war es schwer. War es die Hitze oder beim Radfahren dann doch ein bisschen zu viel gedrückt? Nee, also die Beine gingen eigentlich gut. Hitze war ich auch okay. Ich hatte nur ziemlich Magenprobleme. Aber die Erfahrung muss man, denke ich, auch mal machen bei solchen längeren Distanzen. Da bin ich jetzt auch mal durch und hoffe, es passiert jetzt nicht mehr. Wir haben ja erst vor kurzem eben gesprochen über den Spagat, Kurzdistanz, Sprint und eben Mitteldistanz. Wie ist jetzt das Resümee deiner zweiten Mitteldistanz, so kurz nach dem Rennen? Ja klar, es macht natürlich mehr Spaß, wenn man Erfolg hat, wie ich schon gesagt habe. Und ich denke, jetzt hab zwar gesagt, langfristig wird es eher Mittel-Langdistanz. Wahrscheinlich wird es sogar eher kurzfristig Mitteldistanz. Ich werde jetzt sicher mehr und mehr Mitteldistanzen machen, weil es eben gut klappt. Deine Eltern, glaube ich, sind auch noch hier auf der Strecke. Die werden jetzt dann angefeuert, oder? Ja, mal schauen. Ich habe jetzt noch Dopingkontrolle, da kann ich mich jetzt, glaube ich, nicht so weit entfernen. Ja, aber die müssen auch bald kommen, hoffentlich. Dann wünschen wir euch heute ein tolles Familienfest hier in Ingolstadt. Danke fürs Interview, Frederik. Ich sage danke.